Freunde, kannst du fühlen, Boss, kannst du wie meine Freunde, der kleine Cousin von Montana Black, Tommy, schießt live gegen Knossi, verdammt nochmal, Monte muss irgendwie der Cousin ein bisschen im Griff haben, no front oder so, aber wenn er schon deinen Kollegen Knossi angreift, man kann ja irgendwie ein bisschen Hochmut haben, keine Frage, aber irgendwie gleich deinen Kollegen anzugreifen, ist ein bisschen übertrieben, Mann, zu sagen, ja, ich werde größer als du, er hat ja noch nicht mal wirklich angefangen. Man muss klein anfangen, sich hocharbeiten. Aber irgendwie gleich die Kings anzugreifen, bringt ja auch nichts. Okay, irgendwie bei Selfmade gegen Agro hat's geklappt, aber es klappt nicht jedes Mal. Deshalb muss man auch immer eine Strategie im Kopf haben. Also sag ich immer, Junge, sag ihm erstmal, er soll seine Schule machen. Und wenn es dann nebenbei noch läuft, keine Frage, kann er machen. Aber irgendwie hier gleich den Twitch-Rambo raushängen zu lassen, ist keine gute Idee. Weil sowas kann schlimm enden. Stell mal vor, er kriegt Hate von deiner Community, weil die es nicht feiern. Oder von Knossi-Community. Deshalb, du willst doch nicht, dass er gehatet wird. No front. Ist nur die Meinung des Bosses. Okay, meine Freunde, es war's wie die Flügel. Boss. Abonniert gleich nicht vergessen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.